Moin, ich bin Tilman von der Radlbande und das hier ist das allerletzte Video von der Eurobike 2021, zumindest von mir. Und in diesem Video möchte ich einmal ein Fazit ziehen von der allerletzten Eurobike in Friedrichshafen, zumindest für den absehbaren Zeitraum, und mal über ein bisschen meine Favoriten sprechen, über das, was wir gelernt haben. Viel Spaß! Die Eurobike ist schon wieder mehr als ein Monat her und ich habe mehr Videos im September hochgeladen als jemals in einem Monat zuvor. Aber das hat auch echt Spaß gemacht und es wird allerdings auch in der Zukunft nicht so weitergehen, dass ich 3 bis teilweise 4 Videos die Woche hochladen werde. Das könnt ihr vergessen. Demnächst wird es wieder mit dem Rhythmus weitergehen, so wie ihr es gewohnt seid. 1 bis maximal 2 Videos die Woche. Ich habe da noch ein bisschen was vorbereitet aus dem August. Das werdet ihr in den nächsten Wochen sehen. Also, was haben wir gelernt? Erstens, die Canon M50 kann nicht fokussieren auf Menschen, die Maske tragen. Zweitens, wir haben gelernt, dass die Eurobike längst nicht tot ist. Die Bild hatte irgendwie die Eurobike lächerlich gemacht. Er hat gesagt, dass das eine Minimesse gewesen sei und überhaupt nicht erfolgreich und schlechter Start für Frankfurt 22. Aber alle, mit denen ich gesprochen habe, alle Aussteller, alle Besucher, alle, die da sonst irgendwie unterwegs waren, die waren alle ultra zufrieden mit der Messe. Die haben gesagt, das war hervorragend, sich mal wieder zu treffen. Und die Eurobike ist halt auch wirklich so ein Klassentreffen aller Fahrradverrückten. Und auch gerade im Cargo-Bike-Bereich gab es einige Neuigkeiten zu sehen und einige Hersteller, die das jetzt als Bühne nutzen konnten, um auch kleine Hersteller, um ihre Räder groß rauszubringen. Und das hat wirklich Spaß gemacht. Und ich glaube, im Jahr 22 hat sich schon wieder ein großer Fahrradhersteller als Anker-Aussteller wird sie da breit machen. Und ich denke mal, das wird ein riesiger Erfolg in Frankfurt im nächsten Jahr und ich werde natürlich auch wieder dabei sein. Drittens, wir haben gelernt, dass Longtails die Cargo-Bikes der Zukunft sind. Von keinem anderen Cargo-Bike-Typen gab es auf der Eurobike 2021 mehr Lastenräder zu sehen als Longtails. Vor allem, weil auch viele Fahrradhersteller, die normalerweise nicht im Cargo-Bike-Bereich tätig sind, plötzlich halt Longtails gezeigt haben. Und das ist natürlich eine tolle Entwicklung. Longtails haben natürlich den Vorteil, dass sie relativ einfach zu entwickeln sind, aus einem normalen Fahrrad hinaus, aus einem normalen Compact Bike oder aus einem normalen großen Fahrrad heraus. Und ja, das war wirklich erstaunlich zu sehen. Auch wie viele Ideen dann da noch eingeflossen sind. Wenn man zum Beispiel an das KTM denkt, mit dieser zusätzlichen Gepäckraummöglichkeit im Rahmen, und viele, viele weitere Details, viele spannende Fahrräder, die auf der Eurobike vorgestellt wurden. Also, Longtail, ist es das Cargo-Bike der Zukunft? Was meint ihr? Schreibt es einfach mal unten in die Kommentare. So, genau, dann hatte ich euch ja gefragt, wie euch die Berichterstattung der Eurobike gefallen hat. Ich habe gefragt, die Frage habe ich gestellt. Wie hat euch die Berichterstattung gefallen? 174 Leute haben abgestimmt und 63% haben gesagt, dass es ein guter Mix war. Das freut mich natürlich, dass ich da euren Geschmack getroffen habe. Und ich glaube, auch mit dem ein oder anderen Bike oder dem ein oder anderen Report vom Stand habe ich da schon für Aufsehen gesorgt. Und es war wieder deutlich merkbar, dass die Cargo-Bike-Hersteller noch nicht gewohnt sind, dass da irgendwelche Leute mit Kameras rumlaufen und auf deren Ständen filmen. 2% haben gesagt, ich habe eine andere Meinung und sage es in den Kommentaren. Es gab allerdings nur einen einzigen Kommentar und der hat im Grunde nur gesagt, war ein guter Mix. Also im Grunde glaube ich, dass ihr dann doch relativ zufrieden wart mit der Auswahl der Videos. Und dann 17% haben gesagt, lieber mehr einzelne Videos der Aussteller. Ja, zum Hintergrund nochmal, ich habe das in einem Ankündigungsvideo gesagt Ende August. Ich habe alle Cargo-Bike-Hersteller einmal angeschrieben und gefragt, ob sie ein einzelnes Video von der Eurobike von ihrem Stand haben wollen. Und die Videos, die ich präsentiert habe, da ist tatsächlich auch ein Video zustande gekommen. Ganz viele haben sich gar nicht zurückgemeldet, einige haben abgelehnt. Und die 7 oder 8 waren es, die gesagt haben, yo, das ist ein gutes Angebot, wir hätten gerne ein eigenes Video. Und die anderen Hersteller waren dann eben in dieser Zusammenfassung drin. Dort habe ich nicht alle abgegriffen bekommen. Ich war 2-3 Tage auf der Messe, anders als 2019, wo ich nur einen einzigen Tag da war. Ich war 3 Tage auf der Messe, aber es hat trotzdem nicht gereicht,
um alles zu filmen, um alles zu entdecken. Da ich kann mich halt auch nicht vierteilen, ne? Ist halt so. Aber für alle Aussteller für 2022, die das jetzt hier sehen, ich werde im nächsten Jahr ein ähnliches Angebot machen. Also wenn ihr dann ein Video von eurem Stand haben wollt, wenn ihr irgendwas zu präsentieren habt, dann kommt gerne auf mich zu, beziehungsweise könnt ihr dann auf meine E-Mail reagieren. Vielen Dank für euer Vertrauen, vielen Dank für die positive Rückmeldung, die ich von euch bekommen habe. Und was mich persönlich auch ganz stark erstaunt hat und echt gefreut hat auf der Messe, wie viele auf mich zugekommen sind, wie viele mir gesagt haben, dass sie meine Videos toll finden. Ich sollte vielleicht den Ton ausstellen hier. Wie macht man das? Das hat mich einfach total gefreut, euch alle einmal zu sehen, mit euch kurz zu schnacken und den einen oder anderen Sticker auszutauschen. Und ja, ich hoffe mal, dass derartige Events und etwas mehr Community in den nächsten Monaten wieder aufleben wird und im nächsten Jahr dann wieder voll da sein wird. Wir werden sehen. Auf jeden Fall hat das wahnsinnig viel Spaß gemacht und vielen Dank für euer Feedback. Vielen Dank dafür, dass ihr meine Videos guckt, dass ihr kommentiert, dass ihr den Daumen nach oben gebt, und das könnt ihr an dieser Stelle auch gleich mal machen. Apropos Community, ich habe den Autor dieses Buches hier getroffen. Oder einen der Autoren, nämlich Erik. Na? Erik hat mit einem Co-Autor, mit Jürgen Gebrezabia, dieses Buch hier geschrieben. Cargo, Bike, Boom, das ist schon ein paar Jahre alt. Aber das war ein richtig schönes Treffen. Erik hat in Österreich einen Fahrradshop, wo er auch Cargo-Bikes verkauft. Und dieses Buch, das habe ich schon seit längerem im Regal liegen. Ich habe bisher noch keine Möglichkeit gefunden, das euch einmal zu präsentieren. Guckt euch das mal an. Es wird in einem der zukünftigen Videos mal stärkere Anwendung finden. Aber dadurch, dass ich Erik auf der Eurobike getroffen habe, wollte ich das zumindest einmal erwähnen. Dieses Buch hier, das ist für Jan vom Bugfields Blog. Jan, du kannst dich darauf freuen. Du musst nur nach Lübeck kommen und es dir abholen. Und ich habe auch einen der Köpfe hinter diesem Produkt hier getroffen. Natürlich ein ganzes Video, ein Rundgang. Arne Behrensen hat natürlich ganz viel auf der Eurobike mit der Cargo Area zu tun. Und wenn ihr dieses Quartett hier haben wollt, das Cargo Bike Quartett, dann geht mal auf cargobike.jetzt und dort könnt ihr das kaufen. Aber was waren jetzt meine Favoriten von der Eurobike 2021? Und das lässt sich nicht unbedingt auf ein einziges Produkt irgendwie eingrenzen oder auf eine einzige Marke, sondern vielmehr auf das gesamte Thema Nachhaltigkeit und Recycling. So ein Cargo-Bike ist natürlich deutlich nachhaltiger als ein Auto und auch als ein Elektroauto, einfach weil es viel weniger Teile hat, weil es viel weniger Platz braucht und auch deutlich leiser ist. Insofern hat man natürlich mit einem Fahrrad oder auch mit einem Cargo-Bike schon mal ein nachhaltiges Produkt, aber zwei Hersteller haben, die auf der Eurobike ausgestellt haben zumindest, die haben diesen Gedanken der Nachhaltigkeit und des Recyclings nochmal einen Schritt weiter gegangen. Und das ist einerseits Rethink, das ist eine Binova-Marke. Binova ist ein Hersteller aus Dresden, der sich auf Elektromotoren spezialisiert hat, und zwar Mittelmotoren, die man in normale Tretlager oder an normale Tretlager anflanschen kann. Die sind wahnsinnig haltbar, haben viel Kraft. Allein das Thema Binova ist schon mal ein Fall für sich, ein Punkt, der sich lohnt, mal zu betrachten. Aber dann sind die Lastenräder, die die bauen, aus Holz, aus Schichtholz zusammengeleimt, und dann werden die Rahmen daraus gebaut. Die sollen sehr, sehr stabil sein, sehen sehr interessant aus, und auch die ganzen Accessoires, die da dran hängen, waren alle irgendwie aus Upcycling-Materialien, also aus alten Fahrradschläuchen, aus alten Gemüsenetzen, aus dem Supermarkt. Auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes Prinzip, und ja, ich hoffe mal, demnächst so ein Bike mal im Lübecker Alltag mal testen zu können. Also abonniert am besten mal den Kanal, damit ihr das nicht verpasst. Und ein zweiter Hersteller, den ich auch schon mal bei mir auf dem Kanal hatte, ist Black Iron Horse. Die sind diametral entgegengesetzt zu Rethink oder zu Binova, weil die Fahrräder bauen aus Stahl, aber mit Boxen aus recyceltem Kunststoff.
Das sieht sehr interessant aus. Viele unterschiedliche Farben, so ganz grobes Granulat, aus denen dann riesige, große Boxen gefertigt werden. Ich verlinke euch mal das Video hier oben, wo ich ein Black Iron Horse Pony im Alltag bewege. Und in einer meiner Zusammenfassungen könnt ihr auch die Neuentwicklung von Black Iron Horse sehen, weil die haben noch ein Fahrrad mit einer größeren Box und ein Fahrrad mit einer Box, die aus alten Fischernetzen hergestellt wird. Und Fischernetze sind natürlich, also Fischernetzreste, die sorgen jedes Jahr für tausende, abertausende tote Fische, die auch nicht irgendwie dann auf den Teller kommen, sondern einfach im Meer verenden. Und wenn solche Fischernetze rechtzeitig aus dem Meer geholt werden, bevor sie reißen oder dann eben die Reste aus dem Meer gefischt werden, dann lassen sich dadurch oder daraus Boxen für nachhaltige Fahrräder herstellen. Und das, finde ich, ist ein ziemlich cooler Gedanke. Also Black Iron Horse mit den Kunststoffboxen aus recyceltem Kunststoff und Rethink mit Fahrrädern aus Holz und Produkten aus Upcycling-Materialien. Das finde ich alles sehr spannend. Ja, bevor wir dann zum Ende dieses Videos kommen, muss ich euch gestehen, habe ich euch ein Videoschnipsel unterschlagen. Und zwar habe ich bei der Eurobike auch noch die Räder von S-Blocks gefilmt, beziehungsweise S-Blocks hatte ein Rad auf dem Stand. Das habe ich einfach bei meiner Zusammenfassung vergessen. Und deswegen zeige ich euch das jetzt. Jetzt bin ich hier am Stand von S-Blocks. S-Blocks konnte ich schon wann war das? Februar 2020. Konnte ich schon auf der Kollektiv einmal kurz sehen und auch testen. Und sie haben hier ein richtig edles Fahrrad zusammengestellt. Das hier ist das klassische Calderas, aber mit einer besonderen Ausstattung. Wir haben hier den Brose Drive S-Motor drin. Also das sportlichste der Geräte. Und dann hier eine Roloff. Genau, die klassische edle Nabenschaltung aus Deutschland wurde hier an diesem Fahrrad verbaut. Hier ein schöner, matter, ich würde mal sagen, das ist so Gunmetal Grey, die Farbe. Das sieht wirklich sehr edel aus. Und ich muss auch sagen, optisch gefallen mir diese Räder echt gut. Vielleicht habe ich dieses Mal nochmal die Chance, eins etwas länger zu fahren als nur auf einer Berliner Rumpelpiste. Und dann hier, was dann noch besonders ist, das sieht so ein bisschen Hot Rod-mäßig aus, sind hier diese kurzen Schutzbleche. Da hatte mir Markus gerade von S-Blocks gesagt, dass sie das Problem hatten, keine langen Schutzbleche mehr von ihrem normalen Hersteller zu bekommen, sondern nur noch von einem anderen Hersteller. Und dann haben sie einfach hier oben das Schutzblech gekürzt. Es reicht trotzdem aus vom Spritzschutz. Sie haben etwas mehr Bewegungsfreiheit hier vorne an der Box und natürlich so eine richtig coole Hot Rod Optik. Und auf der Rückseite sind die Schutzbleche dann aber komplett. Sie gehen bis nach hinten runter. Hier wurde dann auch noch die Supernova Beleuchtung eingebaut. Also alle Teile sind wirklich edel. Und dann hier noch die Möglichkeit, um solche Packtaschen dran zu hängen. Also selbst wenn der Platz vorne in der Box nicht ausreicht, kann man dann hier noch einiges reintun. Ja, das war der Stand von S-Blocks und einen weiteren Hersteller habe ich noch gefilmt und da habe ich irgendwie auch keine richtige Möglichkeit gefunden, den irgendwo einzubinden. Und das ist Super 73, ein spannender Hersteller von so Motocross-inspirierten Fahrrädern. Und was ich da gefilmt habe, das zeige ich euch jetzt auch nochmal. So, jetzt sind wir am Stand von Super 73, einer Marke, die sich auf die Produktion von sehr besonderen Bikes mal wieder gestürzt hat und diesmal mal wieder E-Bikes. Das hier sind so Beispiele der Räder von Super 73. Ich habe sie zuerst auf irgendwelchen amerikanischen YouTube-Channels gesehen von Leuten, die sie promotet haben. Und man kann auch ganz klar sehen, warum. Die sind ganz klar Motocross inspiriert, hier mit dem Akku oben drauf. Anstatt irgendwo versteckt, sondern das sieht es aus natürlich wie so ein Tank von einer Motocross-Maschine und dann hier mit einem dicken Motor im Hinterrad. Und tatsächlich sind das auch selbst entwickelte Motoren. Die werden nicht zugekauft, sondern die werden selbst entwickelt von Super 73 und es gibt verschiedene Versionen. Die 250 Watt Version für Deutschland und andere Teile von Europa ist natürlich auf 25 km/h begrenzt. Allerdings gibt es auch die Möglichkeit, dieser Motor ist eigentlich ein 750 Watt Motor mit einer Peak Power von 2000 Watt, also 2 Kilowatt, jede Menge Power, um auch ja, durchs Gelände flügen zu können. Und hier haben wir dann immer eine Kettenschaltung verbaut, in diesem Fall eine Shimano Z. Das ist eine Downhill-Schaltung, die also auch
stabil genug ist. Das hier ist so eine Art Motocross-Version. Wir sehen hier eine Feder auf der Hinterseite und eine Upside-Down-Gabel. Sie haben allerdings auch noch andere Modelle als diese Motocross-Modelle. Hier ist die ZG, hier mit einem Akku unter der Sitzbank verbaut. Die Räder sehen alle relativ klein aus. Das größte ist dann nachher das RX. Aber hier das ZX, ebenfalls ohne Federung, etwas mehr auf die Straße zugeschnitten, aber auch hier wiederum mit dem großen Hecknabenmotor. Können wir das auch nochmal sehen? Hier, das ist so eher das Einstiegsmodell mit einer mechanischen Scheibenbremse. Und hier bei der RX haben wir dann Magura hydraulische Scheibenbremsen, das Topmodell, natürlich auch mit einer Top-Ausstattung. Und man kann die auch sehr schön customizen. Hier mit diesem Modell, das ist das ZX mit einer Custom-Lackierung. Hier der Akku ist nochmal beklebt. Und falls das Ding mal so schnell ist, dass es in Flammen aufgeht, haben wir einen Feuerlöscher. Wenn man sich dann hier die Option anguckt, kann man sehen, auch das kann als Cargo-Bike genutzt werden. Hier mit einem Korb, mit einem großen Gepäckträger, mit verschiedenen Lenkern, um das zu customizen. Und auch ein Gepäckträger hier hinten ist möglich, um das tatsächlich auch als Commuter-Bike zu nutzen, um das dafür zu nutzen, im Alltag damit unterwegs zu sein. Die Eurobike 2021, die letzte in Friedrichshafen, ab nächstem Jahr in Frankfurt. Es hat mega viel Spaß gemacht, dort gewesen zu sein. Es hat mega viel Spaß gemacht, neue Leute zu treffen, alte Bekanntschaften wieder zu treffen und einfach sich 3 Tage lang über das Thema Fahrräder und Cargo-Bikes zu unterhalten. Einfach ein bisschen nerdig in der Gegend unterwegs gewesen zu sein und für euch diese ganzen Videos zu drehen. Ich freue mich auf jeden Fall auf die Eurobike 2022. Ich werde wieder dabei sein. Ich werde wieder für euch Videos machen und ich bin mal sehr gespannt, was uns dann im nächsten Jahr alles erwartet. Ja, eure Kommentare und Fragen und Anmerkungen, die könnt ihr unten in den Kommentaren lassen. Gebt mir einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefällt und wenn ihr dabei sein wollt, wenn die Radelbande das nächste Mal auf Tour ist, dann abonniert den Kanal. Tschüss. Bis dann.